Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Himmelsvorschau für Astrofotografen für den Monat Oktober im Jahr 2023. Wie immer zu Anfang der Hinweis, wenn ihr inspiriert von diesen Himmelsvorschauen Fotos gemacht habt, und zwar jetzt aktuell, nicht letztes Jahr oder so, dann schickt mir diese Bilder zu, und zwar an meine E-Mail-Adresse frank@astrofotocologne.de, und am Ende dieses Videos werden dann die Bilder jeweils aus dem Vormonat dann gezeigt. Ich zeige euch hier in der Software Stellarium den Sternhimmel, wie er sich zeigt am 14.10.2023, und zwar gegen 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das ist ungefähr die Mitte der Nacht, und am 14.10. ist außerdem auch Neumond. Wir sehen, das Band der Milchstraße zieht sich von Osten nach Westen. Ja, also wir sehen noch Teile der Sommermilchstraße, aber auch schon Teile der Wintermilchstraße. Und ich werde jetzt mal hier die Sternbildlinien einzeichnen. Da sehen wir bekannte Sternbilder. Ich kann die auch mal beschriften. Und wir sehen, im Süden durch den Meridian durchgeht das Sternbild Fische, aber auch der Kasten des Pegasus und natürlich die Andromeda. Und ganz oben im Zenit steht das wunderschöne Sternbild Cassiopeia. Und ja, viele Objekte, die ich euch zeige, die werden sich hier in diesem kleinen Bereich um die Andromeda, Cassiopeia und Cepheus ja, abspielen. Das erste Objekt ist natürlich der Klassiker schlechthin für Astrofotografen und war im vergangenen Jahr auch Objekt des Monats, und das ist der große Andromeda-Nebel bzw. die Andromeda-Galaxie Messier 31. Die kann man schon unter dunklem Landhimmel ja, mit freiem Auge sehen, eigentlich recht leicht. Und es ist auch recht leicht zu finden, wenn man nämlich hier diesen Kasten des Pegasus findet. Das ist eigentlich ein markantes Sternbild, und dann die Andromeda ausmacht. Dann gehen hier so drei Sterne hoch, und etwas rechts oberhalb von diesem dritten Stern, da steht die Andromeda-Galaxie. Sollte auch für Astronomie-Anfänger ein leichtes Objekt für den Einstieg sein. Und auch für Astrofotografen, sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Astrofotografen, ist das ein tolles Objekt und wird immer wieder gerne fotografiert. Es ist eine sehr große Galaxie, und ja, sie ist irgendwie zumindest in der länglichen Ausdehnung mehrfach so groß wie eigentlich der Vollmonddurchmesser, und der ist, glaube ich, ein halbes Grad groß. Also dieses Ding ist bestimmt 2-3 Grad am Himmel groß, und deswegen kann man auch schon mit kleinen Brennweiten oder mit geringen Brennweiten schöne Bilder machen. Natürlich kann man auch zum Beispiel die Milchstraße mal mit einer stehenden Kamera und als Widefield fotografieren. Auch da wird man schon die Andromeda-Galaxien sehen können. So richtig Spaß macht es dann ungefähr ab 200 mm Brennweite. Da kann man dann schon die ersten Details in der Galaxie sehen. Und dann gibt es natürlich nach oben keine Grenzen, wobei mit recht großen Teleskopen muss man dann schon Mosaike machen. Deswegen ist so der Sweet Spot ungefähr bei 500 bis 800 mm Brennweite. Kommt natürlich dann auch noch auf die Chipgröße an. Was die Filterung angeht, würde ich euch zunächst mal raten, einfach ja, Farbaufnahmen zu machen. Also entweder mit einer Farb-CMOS-Kamera oder mit einer monochromen Kamera an entsprechenden LRGB-Filtern. Und das in möglichst mondlosen Nächten und möglichst ohne große Lichtverschmutzung. Es ist bei der Andromeda-Galaxie aber auch möglich, Aufnahmen in H-Alpha zu machen. Das ist aber dann schon etwas für fortgeschrittene Astrofotografen. Und wenn ich jetzt sage, O3-Aufnahmen machen wenig Sinn, dann werden die einen oder anderen sagen, ja, da gab es aber doch mal eine spektakuläre Aufnahme, die auch O3 zeigt. Ja, aber das ist dann schon die Königsdisziplin. Also H-Alpha würde ich hier noch unterschreiben. O3, wenn ihr sehr, sehr viel Belichtungszeit zur Verfügung habt, könnt ihr das auch mal versuchen. Was Belichtungszeiten angeht für reine RGB-Aufnahmen, hängt natürlich immer ein bisschen vom Teleskopen, von der Kamera ab. Aber bereits nach 2 Stunden kann man da ja, eine wunderbare Aufnahme der Andromeda-Galaxie machen. Man kann aber auch noch deutlich länger belichten und dann zum Beispiel ja, das Halo dieser Andromeda-Galaxie sichtbar machen. Und wen das jetzt interessiert, der schaut sich nochmal die Himmelsvorschau aus dem letzten Jahr an, wo ich das alles ausführlicher erkläre.
Ja, da muss ich gleich im Anschluss einen weiteren Klassiker gleich noch zeigen. Und der ist auch dann relativ leicht zu finden, weil er im Prinzip so ein bisschen gespiegelt ist hier im Sternbild Andromeda. Und das ist hier dieses nebelige Fleckchen hier unten. Und das ist Messier 33 oder auch Dreiecksgalaxie genannt, weil sie hier im Sternbild Dreieck liegt. Auch das eine wunderschöne Galaxie, nicht ganz so groß wie die Andromeda-Galaxie M31, aber auch kein kleines Futzelchen. Also kann man hier auch schon mit, ich sag mal, 500 mm Brennweite eine schöne Aufnahme machen. Aber es macht einfach so ab 500 mm mehr Spaß und mehr Brennweite ist bei diesem Objekt immer gut. Beziehungsweise ein großes Teleskop, also viel Öffnung und eben dann entsprechend auch Brennweite. Interessant ist aber auch für Leute, die jetzt zum Beispiel mit DSLRs fotografieren, eher noch am Anfang stehen oder gerne Weitwinkelaufnahmen machen, kann man natürlich auch beide Galaxien in ein Bildfeld packen. Auch das habe ich in einer älteren Ausgabe der Himmelsvorschau schon mal gezeigt. Auch das sieht ganz hübsch aus und bietet sich hier so ein bisschen an wegen der Symmetrie. Was die Filterung angeht, gilt das Gleiche eigentlich für alle Galaxien immer. Auch hier macht es am meisten Sinn, erstmal das reine RGB zu fotografieren und dann kann man eventuell noch mit H-Alpha diese sogenannten Knötchen in der Galaxie nachfotografieren und dann nachher einbauen. Ist wie gesagt etwas fortgeschritten schon, auch von der Bildbearbeitung. Vielleicht muss ich da nochmal ein Video zu machen. Aber ja, O3 würde ich hier wirklich nicht machen, obwohl, ja, es ist immer so eine Sache, da macht es irgendwie doch einer und entdeckt etwas Spannendes in der Galaxie. Belichtungszeiten auch hier, ich würde dann eher 2 Stunden plus machen und dann ist es aber so, dass hier diese Galaxie hat nicht so einen ganz so hellen Kern wie M31, ich würde eher mehr als 2 Stunden belichten, also vielleicht 4 Stunden oder sowas. Ja, und mehr ist immer besser. Wisst ihr ja, dunkler Himmel, viel Belichtungszeit. Das ist der Weg zum Erfolg, wenn man wirklich sehr beeindruckende Astrofotos machen möchte. So, genau zwischen dem Cepheus und der Cassiopeia. Die Cassiopeia zeigt mit diesem einen Winkel hier genau auf das Objekt drauf. Dort liegt der Bubble-Nebel NGC 7635. Gleich nebenan steht noch der offene Sternhaufen M52 und auch das ist selbstverständlich ein Klassiker der Deep-Sky-Objekte im Herbst. Es ist ein total spannender Nebel wegen seiner sphärischen Form. Das sieht so richtig aus wie so eine kleine Blase oder eine kleine Glaskugel oder Murmel. Eine Murmel ist es eigentlich. Mich wundert, dass das Objekt nicht Murmelnebel heißt. Jetzt sehe ich es gerade und denke, das sieht genau aus wie eine Murmel. Also es ist nicht das größte Objekt unter der Sonne oder unter den Sonnen, muss man ja dann besser sagen. Aber es sind sehr viele Nebel drumherum. Deswegen kann man hier auch schöne Whitefield-Aufnahmen machen. Whitefield ist immer relativ. Was ist eigentlich ein Whitefield? Also ich würde sagen, so die typischen kleinen APUs mit 500 mm Brennweite und dann vielleicht eine Vollformatkamera hinten dran. Das würde ich als Whitefield betrachten. Natürlich kann man diese ganze Gegend auch schön mit Weitwinkelobjektiven fotografieren. Das bezeichne ich dann aber nicht unbedingt als Whitefield, sondern eher als Milchstraßenfotografie. Was die Filter angeht, ist man hier recht flexibel. Man kann also sehr, sehr schön das Ganze einfach ohne Filter fotografieren, also nur mit UVIR-Sperrfilter. Man kann aber auch mit Schmalbandfiltern hier gewinnbringend arbeiten. Das bringt natürlich nichts an dem Sternhaufen, an M52, aber diese ganze Gegend ist voll von Nebeln. Es gibt da noch ein paar andere Nebel gleich um diesen Bubble-Nebel drumherum. Und überwiegend ist das eigentlich H-Alpha-Zeug, was da so rumschwirrt und deswegen ist hier ein H-Alpha-Filter oder eben ein Dual-Narrowband-Filter auch eine gute Wahl. Es gibt eine sehr ikonische Aufnahme des Hubble Space Teleskops, das heißt, es macht natürlich auch Sinn in der Hubble-Palette, also mit Schwefel, Sauerstoff und H-Alpha-Filter zu fotografieren. Ich fand aber kein passendes Pendant jetzt bei der Bildersuche. Ich habe irgendwann aufgegeben, was so schön aussieht wie die Original-Hubble-Aufnahme von den Farben her und so. Und ich bin der Meinung, dass man dann wirklich schon große Teleskope braucht, um dieses Objekt in der Hubble-Palette darzustellen, sodass es wirklich beeindruckend aussieht. Wenn man so ein Whitefield in der Hubble-Palette macht, sieht das meines Erachtens nie besonders überzeugend aus. Von den Belichtungszeiten würde ich hier schon etwas höher ansetzen wie bei den Galaxien, würde also sagen so 2 bis 4 Stunden mal Minimum und mehr ist ja immer besser
und der entsprechende Himmel vorausgesetzt. Ein weiterer absoluter Klassiker im Sternbild Cassiopeia, das ist der Pac-Man-Nebel oder NGC 281. Oft fragen sich ja die Leute, wer ist eigentlich auf den Namen gekommen? Also beim Löwennebel sehen viele den Löwen nicht, beim Running Chicken Nebel sehen viele das rennende Hühnchen nicht und so weiter und so fort. Aber beim Pac-Man Nebel habe ich noch nie gehört, ich sehe den Pac-Man dort nicht. Also man sieht sehr eindrucksvoll den Pac-Man eigentlich sofort auf den ersten Blick. Diese, ja, wie soll man es nennen, Computerfigur oder Comicfigur, wie auch immer. Der Pac-Man-Nebel, das ist so ein ganz typischer Gasnebel oder eine ganz typische H2-Region. Man hat also im Zentrum dieses Nebels einen offenen Haufen mit den entsprechenden Sternen, mit diesen O-Sternen, die dann, oder B-Stern, O- und B-Sterne, die dann diesen Nebel zum Leuchten anregen. Man hat so eine höhlenförmige Gestalt, man hat diese typischen Ränder, die man dann dort in diesem Nebel sieht, auch diese Bright Rims, von denen ich hier auch schon oft gesprochen habe. Man sieht Dunkelnebel, ein so ein großer Dunkelnebel schiebt sich quasi regelrecht vor diese ganze Szenerie und auch um diesen Pac-Man-Nebel drumherum sind sehr zarte Dunkelnebel. Es ist auch ein recht großes Objekt, also es ist ein Paradeobjekt für Astrofotografen schlechthin und ein gutes Einsteigerobjekt. Es macht auch schon mit den typischen 500 mm Brennweite und zum Beispiel einer APS-C-Kamera Spaß, diesen Nebel zu fotografieren. Die Aufnahmen, die ich zeige euch zwei Aufnahmen, die sind dabei auch noch relativ kurz belichtet. Man kann sehen, das Objekt ist hell genug, dass man auch mit relativ kurzen Belichtungszeiten schon tolle Ergebnisse erzielen kann. Einmal hier im RGB, das ist vom Team Franz Klauser und Manfred Washuber aufgenommen und man könnte es schon beinahe als Schnappschuss bezeichnen, was die beiden da gemacht haben. Aber es hat mir besonders gut gefallen wegen der schönen Farbdifferenzierung hier mit dem Blau in der Mitte und dann dem roten Leuchten am Rand. Die andere Aufnahme habe ich zumindest selber bearbeitet. Das ist dann mit einem Dual Narrowband Filter gemacht. Also auch da kann man diesen Dual Narrowband Filter kann man hier auch sehr gut gewinnbringend einsetzen. Es ist darüber hinaus auch ein Paradeobjekt für die Hubble Palette. Aber hier ist meine persönliche Meinung mal wieder, dann sollte man entsprechende Brennweite haben, sonst wirkt die Hubble-Palette zumindest auf mich immer komisch und es wird aber in allen drei Filtern ein relativ starkes Signal geben, muss man ja auch mal sagen, bei der Hubble-Palette ist das immer relativ, weil doch im H-Alpha am meisten kommt. Also hier könnt ihr euch austoben, was Brennweiten angeht, was Filter angeht, ist ein tolles Objekt, was immer wieder gerne fotografiert wird. So, eigentlich wollte ich euch mal wieder den Eulenhaufen vorstellen, NGC 457. Und ich suche dann in meinem Internet Bilder und ich habe kein Bild von NGC 457 gefunden, was ich entweder nicht schon im letzten Jahr gezeigt habe oder was mir so richtig gut gefallen hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann nehme ich das Objekt einfach nicht, beziehungsweise beim Stöbern bin ich auf eine andere Aufnahme gestoßen, die ich euch jetzt in der nächsten Sekunde auch zeigen werde. Aber ich zeige euch noch kurz die Gegend. Das ist hier auch in der Cassiopeia, diese Gegend. Und da gibt es eine tolle Aufnahme von Rolf Dietrich, der hier mehrere offene Sternhaufen in der Cassiopeia fotografiert hat. Und das ist eine Aufnahme, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen zeige ich euch die gerne. Wir sehen unter anderem NGC 654, NGC 663, NGC 659 und NGC 581, der auch Messier 103 genannt wird. Und es verstecken sich noch mehr offene Sternhaufen hier in dieser Aufnahme. Überhaupt ist das Sternbild Cassiopeia berühmt für die offenen Sternhaufen. Es gibt wahnsinnig viele offene Sternhaufen in diesem Sternbild. Und ja, meiner Meinung nach muss so ein Bild von einem offenen Sternhaufen aussehen. Und vielleicht muss ich nochmal ein Video darüber machen, ja, wie man schöne Aufnahmen von offenen Sternhaufen erstellen kann. Man muss hier auch nicht mit wahnsinniger Brennweite ran oder ein Riesenteleskop haben. Was man allerdings vermeiden sollte, sind irgendwelche Filter, also auch irgendwelche Lichtverschmutzungsfilter, die dann teilweise Lichtbereiche aus dem
kontinuierlichen Spektrum herausfiltern, sollte man vermeiden, weil man möchte ja gerade bei offenen Sternhaufen die richtigen und die vor allen Dingen schönen Sternfarben haben. Und deswegen sollte man auf jegliche Filterung hier verwenden, stattdessen lieber in dunklen Nächten ohne Lichtverschmutzung fotografieren und dann so eine schöne Aufnahme machen wie die hier von Rolf Dietrich. Die Belichtungszeiten bei offenen Sternhaufen ist auch immer wieder so eine Frage. Eigentlich braucht man keine langen Belichtungszeiten. Ich würde sagen, dieses Feld hier kann man in 2 Stunden ganz gut ablichten. Aber trotzdem gewinnen die Aufnahmen an Qualität. Das werdet ihr sehen, wenn ihr mehr Belichtungszeit investiert. Auch wieder zwischen den Sternbildern Cepheus und Cassiopeia finden wir das, man könnte es nennen, himmlische Fragezeichen. Hier in Stellarium steht es auf dem Kopf. Hier ist dieser Gasnebel. Das ist NGC 7822 bzw. Zederblatt 214. Dann ist hier noch so ein punktförmiger Nebel und insgesamt ergibt das dann das Fragezeichen. Aber wir schauen uns im Detail nur den NGC 7822 an. Auch das, ähnlich wie vorhin beim Pac-Man-Nebel, ist eine ganz klassische H2-Region, die wieder alles zu bieten hat, was solche Gasnebel zu bieten haben. Ich habe es vorhin beim Pac-Man-Nebel schon gesagt, muss ich hier eigentlich nicht wiederholen. Ist auch ein ziemlich großer Nebel, der ist noch größer als der Pac-Man-Nebel, also eignet sich auch deswegen für relativ kleine Teleskope schon. Und auch Anfängern kann ich diesen Nebel ans Herz legen. Und auch hier ist es wieder so, dadurch, dass es eine H2-Region ist, kann man hier mit allen Filtern fotografieren, die das Herz begehrt. Also entweder man macht eine reine RGB- oder LRGB-Aufnahme. Man kann mit einem Dual-Narrowband-Filter fotografieren, wenn man eine Farbkamera hat. Farbcam, sorry. Oder man fotografiert eben mit Mono-Kameras und entsprechenden Schmalbandfiltern. Alles ist möglich bei diesem Objekt und deswegen ein sehr dankbares Objekt und für Anfänger vor allen Dingen auch ein sehr gut geeignetes Objekt. Das nächste Objekt ist dann nicht mehr ganz so einfach und befindet sich hier im Sternbild Cepheus und das ist der sogenannte Cave Nebula oder die Katalogbezeichnung ist Sharpless, also SH2-155. Das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen ein Exot, weil er nicht mehr ganz so leicht zu fotografieren ist wie die anderen Objekte, die ich euch bisher gezeigt habe. Also man hätte ihn auch in die Exoten packen können, aber dadurch, dass es schon relativ viele Aufnahmen von dem Objekt gibt, wird der Titel Exot diesem Objekt irgendwie nicht ganz gerecht. Diese wunderschöne Aufnahme von Jürgen Betz, die ich euch hier zeige, ja, zeigt die volle Schönheit dieses Objekts und ich habe dann aber auch mal ein bisschen nachgefragt, wo ist denn das Bild entstanden? Das war im Bayerischen Wald unter wirklich perfekten Bedingungen mit entsprechend langer Belichtungszeit und man sieht ganz wundervolle Objekte, viele Dunkelnebel, einen zarten roten Schimmer von dem H-Alpha-Licht, man sieht blaue Reflexionsnebel, gelbe Reflexionsnebel. Insgesamt sieht man sehr, sehr viel Anzeichen von Sternentstehung in diesem Nebel, in dieser Region ist. Und da es so ein spannendes Umfeld auch ist, muss man nicht wahnsinnig ins Detail gehen. Das heißt, man kann auch hier wieder mit relativ geringen Brennweiten arbeiten. Man kann aber natürlich auch diesen zentralen Teil des Nebels mit einem großen Teleskop fotografieren. Bei den Filtern, ja, da stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage. Diese Aufnahme hier ist völlig ohne Filter entstanden und im kleinen Chat waren wir uns auch einig, Jürgen und ich waren uns einig, dass es hier bei diesem Objekt eigentlich auch nicht notwendig ist. Man kann dieses H-Alpha ein bisschen anfüttern, so nenne ich das immer, wenn man also zusätzlich H-Alpha-Aufnahmen macht, kann man die noch in das Bild reinbringen und dadurch diesen roten Nebel noch ein bisschen kräftiger darstellen, dann kann man noch mehr Farbkontrast erreichen. Es gibt auch Aufnahmen in der Hubble-Palette dieses Objektes und das funktioniert hier auch, wobei ich mir ein bisschen unsicher bin, ob das dann wirklich O3-Licht ist, was man da sieht, aber es gibt eben diese Aufnahmen, die sehen auch nicht so schlecht aus, also man kann hier viel machen mit verschiedenen Filtern, Dual-Narrowband ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, aber diese Reflexionsnebel und die Dunkelnebel, die kommen eben durch solche Linienfilter nicht raus und die überwiegen aber hier in diesem Himmelsausschnitt. Deswegen würde ich hier eher bei dunklem Himmel
ohne Filter fotografieren und die Schmalbandaufnahmen höchstens nehmen, um das ganze Objekt ein bisschen anzufüttern. Und hier, ihr seht es schon an der Aufnahme selber, sind lange Belichtungszeiten Pflicht. Das ist eine Gegend mit viel, viel, viel Staub und die wird erst dann schön, wenn man entsprechend lange belichtet. So, vorhin bei dem Bubble-Nebel, da habe ich schon gesagt, dass viele, viele Nebel hier noch im Umfeld sind. Wir können uns das ja hier mal angucken. Ich habe mal hier den Digital Sky Survey, so heißt das, in Stellarium hinterlegt. Und dann sehen wir hier auch reale Aufnahmen dieser Nebelgegend. Hier der Bubble-Nebel, dort M52. Hier unten sind noch interessante Nebel. Aber hier dieser große Nebel hier, um den soll es jetzt gehen, das ist Sharpless 157, auch als Hummerscherennebel bekannt. Und das ist ein Objekt, das ist vergleichsweise groß. Man sieht hier schon die Dimension, also das ist deutlich größer als zum Beispiel der Bubble-Nebel und aber nicht ganz so lichtstark wie andere Gasnebel, die ich euch bisher in dieser Himmelsvorschau gezeigt habe. Es gibt gar nicht mal so viele Aufnahmen von dem Objekt, weil der Bubble-Nebel eigentlich diesem Objekt immer so ein bisschen die Show stiehlt. Aber die Aufnahme, die ich hier zeige, die habe ich auch selber bearbeitet und da handelt es sich allerdings um ein Mosaik, wurde mit ordentlich Brennweite, mit 1850 mm Brennweite aufgenommen. Deswegen musste man hier aufs Mosaik gehen und mit zwei Teilen belichten. Und es ist ein Objekt, wo man sowohl sehr schöne RGB-Aufnahmen machen kann, als auch Aufnahmen mit Schmalbandfiltern. Wir haben hier mit einer Farbkamera und einem Dual Narrowband Filter gearbeitet. Man sieht auch deutlich O3 Emissionen hier in dem Nebel und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Paradeobjekt für Dual Narrowband Filter und ich würde aber grundsätzlich tendenziell eher den Weg gehen, hier wieder diese Kombination von RGB Aufnahmen als Basis und dann mit den Schmalbandfiltern anfüttern. Man kann es auch andersrum machen, aber irgendwie sehen die RGB-Aufnahmen, für meinen Geschmack zumindest, dann doch irgendwie schöner aus. Also Brennweiten, da geht schon einiges mit 500 mm Öffnung. Wie gesagt, man kann ja auch das gesamte Feld hier fotografieren, so wie es jetzt hier in Stellarium gezeigt ist. Also man kann mit einem Vollformat-Chip und sogar noch weniger Brennweite als 500 mm hier ein ganz, ganz, ganz tolles Feld machen. Man hat dann all diese Objekte drin oder ja mit mehr Brennweite. Der Sweet Spot wird wahrscheinlich so ungefähr bei 800 mm Brennweite sein, wo man dann formatfüllend diesen Nebel reinbekommt. Ansonsten muss man sich eben überlegen, ob man Teile fotografiert oder tatsächlich, wie wir es gemacht haben, ein Mosaik macht. Um den Stern Gamma Cassiopeia findet man eine Nebelregion, die üblicherweise als IC59 und IC63 bezeichnet wird, also zwei getrennte Nebel bezeichnet. In Wirklichkeit handelt es sich dabei aber um eine einzige Nebelregion mit dem schönen Namen Sharpless, also SH2-185. Entdeckt wurden diese beiden Nebel erstaunlicherweise unabhängig von zwei Pionieren der Astrofotografie. IC59 wurde 1893 vom deutschen Astronomen Max Wolf entdeckt. IC63 wiederum von Isaac Roberts und der hat das Ganze im Jahr 1890 entdeckt. Ich habe schon sehr oft hier gesagt, dass es in der Astronomie immer so Hochzeiten gab und das späte 19. Jahrhundert war die Zeit der Entdeckung durch die damals ganz neue Astrofotografie. Stuart Sharpless wiederum hat seinen Katalog erst in den 1950er Jahren erstellt und zwar auf Basis des berühmten Palomar Sky Survey, den wir in der digitalen Form hier zum Beispiel in Stellarium immer noch im Hintergrund sehen. IC59 und IC63 sind insofern interessant, da sie zum einen Emissionsnebel sind, also selber Licht emittieren, also ausstrahlen, zum anderen sind es aber Reflexionsnebel, also solche Nebel, die Licht streuen. Die Emission zeigt sich hier wie so oft im roten Leuchten des Wasserstoffgases. Auch erkennt man wieder deutlich diese sogenannten Bright Rims, also das starke oder stärkere Leuchten des Wasserstoffs an den Kanten des Nebels,
die dann hin zu dem Stern weisen, der für die Emission verantwortlich ist. Bei Reflexionsnebeln ist es sehr oft so, dass die Energie der Sterne für eine Ionisation nicht ausreicht. Dann wird stattdessen das Licht des Sterns an umgebenden Staubpartikeln zum Beispiel gestreut. Sehr häufig handelt es sich dabei um blaue Reflexionsnebel. Zum einen, weil blaues Licht eher gestreut wird als zum Beispiel rotes, zum anderen hängt es einfach mit der Tatsache zusammen, dass in Sternentstehungsgebieten blaue Sterne überwiegen. Natürlich gibt es Ausnahmen, der gelbe Reflexionsnebel um Antares zum Beispiel oder bläulich-weiße Reflexionsnebel wie etwa Sharpless 133 aus der letzten Himmelsvorschau. Sowohl das blaue Leuchten des Reflexionsnebelanteils als auch die Emission ist zurückzuführen auf den Stern Gamma Cassiopeia. Das ist ein interessanter Stern und Namensgeber einer ganzen Sternklasse, den sogenannten Gamma Cassiopeia Stern. Der Stern ist ziemlich massereich, eigentlich ganz typisch für solche blauen Sterne, aber er bewegt sich auch recht schnell um seine eigene Achse. Dabei entstehen am Äquator des Sterns ziemlich hohe Fliehkräfte, die nur noch so gerade eben von der Massenanziehungskraft gehalten werden. In der Folge hat sich ein Ring um diesen Stern gebildet, eine sogenannte Diskretionsscheibe, also das Gegenteil von einer Akkretionsscheibe. Etwas Ähnliches ist übrigens vor einiger Zeit auch mit meinem Bauch passiert. Das erklärt auch meinen gelegentlichen Schwindel. Bei Wikipedia kann man lesen, dass eigentlich die sogenannte kritische Rotation, bei der es zu einem Abströmen von Materie aus dem Stern kommt, bei Gamma Cassiopeia scheinbar nur knapp erreicht wurde. Und trotzdem hat sich so ein Ring gebildet um diesen Stern. Warum sich dieser Ring nun dennoch gebildet hat, das ist final noch nicht geklärt. Magnetismus oder ein möglicher enger Begleitstern könnten eine Erklärung darstellen. Dieser Ring ist vermutlich auch für die Veränderlichkeit des Sterns verantwortlich, denn wie eben schon gesagt, dieser Stern ist Namensgeber für eine ganze Gruppe von veränderlichen Sternen. Den größten Helligkeitsausbruch hatte Gamma Cassiopeia im Jahre 1936. Zurück zu IC 59 und IC 63. Für uns Astrofotografen sind einige Dinge wichtig. Zum einen wird Gamma Cassiopeia die Fotografie der Nebel recht schwer machen. Die helle Strahlkraft des Sterns, dazu ausgerechnet im blauen Licht, kann schnell zu einem blau-weißen Schleier führen und ist extrem anfällig für Reflexion im sogenannten Image Train. Ihr solltet also darauf achten, dass die Sichtbedingungen sehr gut sind, möglichst wenig Wasserdampf und Staub in der Luft ist und diese würden das Licht nämlich ansonsten streuen. Das würde dann so einen Schimmer über das ganze Bild geben und den Kontrast erniedrigen und eben auch die Bearbeitung dieser beiden Nebel erschweren. Leider Gottes ist gerade das im Herbst keine alltägliche Wettersituation. Gegen Reflexion im oder am Tubus helfen Maßnahmen zur Mattierung reflektierter Flächen, also spezielle Farbe oder Velourfolie. Was die Filterung angeht, ist ebenso hier die Physik für uns leidgebend. Das Wasserstoffleuchten ist natürlich perfekt für Monokameras mit entsprechend schmalbandigen H-Alpha-Filtern. Aber der Reflexionsnebelanteil ist nur ohne Filter zu fotografieren. Also am allerbesten macht man hier eine Hybridaufnahme. Was hier völlig fehl am Platz ist, ist ein O3-Filter, weil dieses blaue Leuchten nicht durch O3 zustande kommt. Gar nicht weit von Gamma Cassiopeia liegt der erste Exot und das ist NGC 225 und Vandenberg 4. Und NGC 225 wird auch als Sailboat Cluster oder Segelboot Haufen bezeichnet, weil er so die Form von so einem eigentlich eher von so einem Papierbötchen hat, finde ich. Ich hatte das Objekt im vergangenen Jahr unter den Standardobjekten und habe es jetzt quasi hochgestuft in meiner Einteilung und jetzt ist es ein Exot geworden. Das liegt einfach daran, ja, offene Sternhaufen sind natürlich eigentlich leicht zu fotografieren, aber diese Dunkelnebel, die man hier sieht in dieser Gegend und auch der Reflexionsnebel, also Vandenberg 4, die sind dann doch sehr schwer zu fotografieren, erfordern zum Beispiel sehr lange Belichtungszeiten und eben sehr, sehr gute Bedingungen, also einen sehr dunklen Himmel auf Deutsch gesagt. Man kann natürlich auch ein Wide Field machen und das habt ihr vorhin auch schon gesehen, denn ich habe es nicht explizit darauf hingewiesen, aber es gibt Aufnahmen oder es gab eine Aufnahme, die ich euch gezeigt habe bei eben IC 59 und 63, da sah man den
Sable Cluster schon und man kann ihn aber selbstverständlich auch im Detail fotografieren. Und hier ist es eher eigentlich was für lange Brennweiten oder für größere Teleskope, die dann entsprechend lange Brennweiten haben. Filter sind hier absolut fehl am Platz. Es handelt sich um Dunkelnebel, überwiegend Reflexionsnebel. Beim Sternhaufen wollen wir auch keine falschen Sternfarben haben, also bitte keinerlei Filter hier anwenden. Natürlich ist absolut Pflicht immer ein UVIR-Cut-Filter. Im vergangenen Jahr habe ich euch einen ganz, ganz, ganz besonderen und ich würde sagen wirklich exotischen Exoten, falls es diese Steigerung überhaupt gibt, vorgestellt. Das ist der Supernova Rest Cassiopeia. Ah, und dann habe ich gesagt, mal schauen, wer sich traut, den zu fotografieren. Es gab nicht viele, die sich getraut haben, aber einer war Manfred Wasshuber bzw. das Team der Sternwarte Brendenriegel. Ich möchte mal sagen, unter der Leitung von Manfred, aber er hat auf jeden Fall hier auch die Bildbearbeitung übernommen. Ja, und die Aufnahmen, die entstanden sind, sind mit einem ziemlich großen Teleskop entstanden und dementsprechend beeindruckend ist die Aufnahme und gilt sicherlich jetzt als eine der Referenzaufnahmen für dieses Objekt. Man sieht zum einen die Übersichtsaufnahme, die den kleinen, doch relativ kleinen Nebel zeigt im Feld und dann gibt es aber noch so eine, ja, ein Bildtrio, was dann verschiedene Kombinationen von RGB-Filtern und Schmalbandfiltern zeigt. Denn ich hatte es damals gesagt, dass bei diesen Supernova-Überresten gibt es immer sozusagen in Breitbandfiltern eine Information, aber auch in Schmalbandfiltern. Das ist ganz ähnlich wie beim Krebsnebel Messier 1 und ja, das gleiche Phänomen haben wir hier auch. Also ihr könnt mit allen Filtern fotografieren, H-Alpha, S2 und O3, aber auch in RGB kommt da ein starkes, naja, stark ist hier ziemlich übertrieben, kommt da ein Signal, sagen wir mal so. Und ihr braucht aber schon Brennweite, um dieses Objekt wirklich auch so ein bisschen in diese filigranen Nebelchen, aufzulösen. Bei den Exoten ist es beinahe überflüssig zu sagen, dass ihr hier wirklich auch einen dunklen Himmel braucht und extrem lange Belichtungszeiten, also eher 10 Stunden und mehr, um dieses Objekt hier zu fotografieren. Ich bin gespannt diesmal, ob es dann noch weitere Astrofotografen gibt, die sich des Objekts Cassiopeia A annehmen. Damit kommen wir zum letzten Objekt dieser Himmelsvorschau. Das ist der offene Sternhaufen King 1. Und da hat es mich gewundert, dass es da nicht mehr Aufnahmen gab. Ich habe ganz, ganz, ganz wenige nur gefunden. Und die, die ich euch hier zeige, die ist zwar relativ lang belichtet, aber irgendwie fehlen mir da die Farben. Also das Feld, wie es sich hier zeigt, in dieser Aufnahme mit mehr Belichtungszeit und mit irgendwie ja, mehr Farbsättigung oder ja, noch mehr Details in den Nebeln, die man da auch rechts unten sieht, das wäre interessant. Also King 1 ist der offene Sternhaufen, den wir eher links oben sehen. Und rechts unten, da sind sowohl Dunkelnebel, aber da ist auch so ein H-Alpha-Nebelchen. Das kann man hier nur so ganz, ganz, ganz schwach erkennen. Das müsste aber mit einem entsprechenden Schmalbandfilter noch deutlicher herauskommen. Das sind LDN 1276, 1277 und 1278. Fragt mich nicht, welcher ist, aber diese ganze Nebellandschaft da rechts unten, das sind diese verschiedenen LDN-Objekte. Hier würde ich euch unbedingt dazu raten, wirklich tiefe RGB-Aufnahmen zu machen oder LRGB-Aufnahmen, wenn ihr eine Monokamera habt und dann eventuell nur mit dem H-Alpha-Filter oder mit einem Dual-Narrowband-Filter dieses H-Alpha-Licht noch irgendwie einigermaßen signalstark belichten und dann in die RGB-Aufnahme einzubauen. Also nochmal mein Aufruf, dieses Feld, wie ihr es hier seht, kann man spektakulärer fotografieren, eventuell auch schon mit 500 mm Brennweite oder auch mit größeren Teleskopen. Es ist natürlich schon ein relativ großes Feld, wenn man beide Objekte mit hineinnehmen will. Ja, und vielleicht wäre das auch ein Objekt, wo ich mich mal selber rangebe. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr, sehr wenige Aufnahmen, obwohl dieser offene Sternhaufen eigentlich leicht zu fotografieren sein sollte. Und damit sind wir beinahe am Ende der Himmelsvorschau angekommen. Jetzt kommen noch die Laserbilder. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen. Es sind knapp 100 Bilder diesen Monat mal wieder. Und ansonsten, wir sehen uns entweder nächste Woche wieder oder in einem Monat bei der nächsten Himmelsvorschau. Bis dann, euer Frank.